Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 3. Als nächstes mit Kenji. Okay, mit Kenji sind wir durch. Ja, stimmt, ja klar. Ja, wir werden sogar noch erfahren, wie sehr wir mit ihm durch sind. Aber als Auftraggeber ist Kenji jetzt erstmal erledigt. Darauf will ich ja hinaus. Also fahren wir mal zu Ray. Gucken, ob ich es mal schaffe, ohne gegen den Baum zu fahren. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. So, dann wollen wir mal. So, Ray, was hast du denn für uns? Na? Hallo? Oh, come on, Spiel habt ihr nicht so. So. Diese Klobox, das ist so großartig. Er sitzt immer auf dem Klo. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes, the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. Ooh, interesting. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. Okay, no, das klingt. We're both gonna do pretty well out of this, kid. Ja, dann wünsche ich noch gute Verdauung. Ja, dann machen wir mal. You feel like chilling? So, wo ist das Ding denn? Wäre fast schief gegangen, um mal Star Wars zu zitieren. Ach, da bist du. Ah, da. Okay. Ja, dieser Porsche mag echt Bordsteine nicht, das muss man ja sagen. Na, ah, jetzt ist die Bullerei hinter uns her. Na, super. Ist ja auch nett, dass die Evidence Packages da auf der offenen Ladefläche liegen. Aber naja. Oh. Ja, ja. Wo seid ihr denn? Ah, oh, komm mal. Oh. Wo willst du hin? Links oder rechts? Links oder rechts? Du hast da gerade einen Menschen überfahren. Schämst du dich nicht? Ja. Ja. Oh, komm mal. Oh, scheiß Bulle. So, sehr gut. Wir wollen einmal diese bescheuerten Polizisten loswerden. Das ist nett. Oh, ich habe ja schon alle. Na super. Jetzt muss ich das schöne Auto zerschießen. Gut, das machen wir mal am besten da, wo ich gleich ein neues finde, ein vernünftiges. Und wollen auch möglichst viel Schaden anrichten. So, wunderbar. Gut. Wieder ein Auftrag erledigt. Und ab nach Hause. Und ab nach Hause, würde ich sagen. Ja, oh, und wir haben einen neuen Auftraggeber. Ich nehme mal an, es ist dieser besagte Soft Touch mit der Vorliebe für Morgue-Partys. Ah, oh Gott. Oh Gott, hier sicher reinzukommen, das ist nicht meins, ne? Naja,
Das werde ich noch üben. Ja, aber ich würde sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit mehr Gewalt und mehr Autodiebstahl. Bis dahin, tschüss.